Like dieses Video und abonniere meinen Kanal, wenn du auch so gerne wie ich V-Bucks möchtest. Hey Freunde, Tymatic hier. Heute schauen wir uns mal drei Wege an, wie du in Fortnite gratis V-Bucks bekommen kannst. Und Freunde, ich verspreche euch, diese Tricks werden euch umhauen. Der dritte Weg heute ist aber mit Abstand der schnellste und auch effektivste Weg. Den Weg möchtest du also auf gar keinen Fall verpassen. Ihr wisst ja, Freunde, ich halte mich natürlich an meine Versprechen. Und aus diesem Grund habe ich unter meinem letzten Video in den Kommentaren einige von euch geedit, mir wieder ein paar V-Bucks aufgeladen und euch dann letztendlich auch richtig coole Items und Battlepässe geschenkt. Ich habe mich also hingesetzt und habe ein paar Zuschauer unter meinem letzten Video geedit. Damit ihr mir auch glaubt und einfach sicherstellt, dass ich da nichts fake oder so, habe ich das Ganze einfach mal aufgenommen. Als ersten Zuschauer habe ich deswegen einfach mal die liebe Luna in den Kommentaren gefunden und dann in Fortnite geedit. Und nach zwei Tagen konnte ich sie dann auch schon beschenken. Luna habe ich zum Beispiel einen richtig coolen Emote geschenkt und sie hat sich mega drüber gefreut. Ja, und da euer Support in meinem letzten Video mit den ganzen Likes und Kommentaren so krass war, dachte ich mir, ich muss das Ganze heute mal wieder wiederholen. Deshalb verlose ich auch heute mal wieder unter meinen aktivsten Abonnenten richtig coole neue Skins und Items aus dem Itemshop. Jetzt aber nochmal zurück zum Thema, wie werde ich denn überhaupt ein aktiver Abonnent? Die Aktiven unter euch wissen es natürlich schon, aber für die neu dazugekommen sind, für die möchte ich das Ganze nochmal kurz wiederholen. Denn um ein aktiver Supporter zu werden, solltest du auf jeden Fall nicht vergessen, meinen Creator-Code Tymatic im Itemshop einzutragen. Wenn du das nämlich direkt gemacht hast, dann kommentiere einfach mal Hashtag Creator-Code und ganz wichtig auch noch dein Epic Games Tag, sodass ich dich wieder adden kann und dich dann wieder reichlich beschenken kann. Solange euer Support auch wieder so richtig gut ist, macht es mir auch mega viel Spaß, euch dann auch wieder was zurückzugeben. In diesem Sinne, schaut euch auf jeden Fall das ganze Video an und jetzt wünsche ich euch auch schon mega viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Weg für heute an. Und zwar kennt ihr doch sicherlich alle die Battle Pässe. In jeder Season gibt es nämlich einen neuen Battle Pass und in dem Battle Pass kann man, wie gesagt, die Stufe 100 erreichen und sich so richtig coole Items wie zum Beispiel Skins oder auch Spitzhacken freischalten. Aber ganz wichtig, man kann sich in diesen Battle Pässen nicht nur irgendwelche coolen Items freischalten, sondern auch V-Bucks. Das Ding ist, ihr wisst ja, Battle Pässe kosten immer ein paar Euro. Also sie werden dir sozusagen nicht geschenkt, außer ihr seid natürlich ein aktiver Supporter hier am Rande, denn ich schenke euch ja jede neue Season richtig coole Battle Pässe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Denn wie gerade eben schon angesprochen, kosten Battle Pässe wirklich jede Season neues Geld. Zwar finde ich, rentiert sich ein Battle Pass jedes Mal aufs Neue, weil ich meine, ihr kriegt wirklich so viele Skins und so viele Spitzhacken, so viele Rucksäcke, so viele coole Tänze, dass sich das Ganze auf jeden Fall für diese paar Euro auf jeden Fall rentiert. Vorausgesetzt, ihr seid aktive Spieler, denn ihr müsst auf jeden Fall um den Battle Pass komplett durchzuspielen, auch ein sehr hohes Spielerlevel in jeder neuen Season sein. Naja, jetzt komme ich gerade vom Thema ab, denn es geht ja heute um V-Bucks und jetzt denkt ihr euch, wie hängen denn bitte schön die Battle Pässe von Fortnite mit den ganzen V-Bucks zusammen? Und vor allem, wie geht das Ganze kostenlos? Du meintest ja gerade, Battle Pässe kosten etwas. Und ja, Freunde, da habt ihr gar nicht so unrecht. Deswegen bin ich jetzt hier gerade mal in Fortnite und klick mal auf den Battle Pass. Und jetzt können wir hier schon die ganzen Skins sehen, aber wir können jetzt auch auf Stufe 4 schon 100 V-Bucks erkennen. Und Freunde, ich verspreche euch nicht zu viel, denn wenn wir jetzt einfach mal gleich weiterklicken, in diesem Fall einfach mal auf die nächste Seite, dann können wir einfach noch auf Stufe 12 weitere 100 V-Bucks erkennen. Und Freunde, ich würde sagen, wir machen das Ganze mal weiter und zwar scrollen wir hier einfach mal durch den Battle Pass durch und wir können hier wirklich ziemlich viele V-Bucks erkennen, was ich extrem feier. Und das Coole ist, für einige V-Bucks müsst ihr euch noch nicht mal den Battle Pass kaufen. Insgesamt gibt es im Battle Pass nämlich 1500 V-Bucks. Umgerechnet wären das ja schon allein 15 Euro, die man dafür zahlen würde, nur V-Bucks zu kaufen. Und jetzt, Freunde, haltet euch mal fest, denn ihr bekommt ja im Battle Pass nicht nur V-Bucks, sondern auch andere Skins, die normalerweise, wenn sie im Itemshop wären, auch richtig viel V-Bucks kosten würden. Und ich denke, spätestens jetzt solltet ihr schon bemerken, dass sich Battle Pässe extrem rentieren. Ein Battle Pass kostet nämlich immer weniger als 1000 V-Bucks. Und wenn ihr allein schon 1500 V-Bucks draus bekommt, dann wisst ihr schon, es rentiert sich allein schon für 600 V-Bucks. Aber da ich euch ja im heutigen Video kostenlose Wege zeigen möchte, müsst ihr euch natürlich diesen Battle Pass nicht kaufen. Ich meine, ihr könnt ja auch schon einige 100 V-Bucks kostenlos bekommen. Denn in dem Fall könnt ihr nämlich ganz gut erkennen, dass bei Stufe Nummer 4 einfach kostenlos drüber steht. Das heißt, ihr bekommt diese 100 V-Bucks auch allein dafür, dass ihr diese Stufe 4 erreicht habt, aber euch noch nicht mal den Battle Pass gekauft habt. Also das ist auch eine richtig gute Methode, um in jeder Season noch gratis V-Bucks zu bekommen. Wenn du aber wissen möchtest, wie du in jeder Season so schnell es nur geht leveln kannst, um halt letztendlich schnellstmöglich die Stufe 100 vom Battle Pass zu erreichen, dann ganz wichtig, abonniere ganz schnell mal meinen Kanal und aktiviere die kleine Glocke daneben, denn dann wird dir auch dieses Tutorial angezeigt, wo ich euch zeige, wie ihr so richtig schnell leveln könnt. Und das Video hilft dir auch so richtig weiter, wenn du auch V-Bucks farmen möchtest. Naja, Freunde, machen wir einfach mal mit dem zweiten Weg für heute weiter. Hier habe ich nämlich mal die Fortnite-Turniere, aber nicht irgendwelche Turniere, sondern Community-Battles. Es gibt nämlich in Fortnite regelmäßig sogenannte Community-Battles, in denen du mit deinem Team echt viele V-Bucks bekommen kannst. Und das Ganze sogar noch kostenlos. Um daran teilzunehmen, musst du einfach mal nach diesem Video hier auf den Link in meiner Beschreibung klicken. Ich werde euch insgesamt zwei Links verlinken. Wenn du auf den ersten Link drückst, kommst du direkt zu dieser Website. Vor dem zweiten Link werde ich
natürlich noch ein bisschen Werbung schalten, also für die Leute, die mich da nochmal finanziell supporten möchten, dass ich noch krassere Gewinnspiele an euch raushauen kann, dann könnt ihr auf jeden Fall den zweiten Link mal abchecken, da müsst ihr euch 15 Sekunden Werbung anschauen und dann kommt ihr genau zu der gleichen Website, also ist nicht viel mehr Aufwand für euch so, aber würde mich natürlich jeder Klick unglaublich supporten. Ist euch aber natürlich zu 100% überlassen, wie ihr mich das supporten möchtet, deswegen habe ich euch mal beide Links verlinkt. Wenn du nämlich auf dieser Seite angekommen bist, musst du mal auf Login drücken. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Teams von den verschiedensten Content-Creatern auf der ganzen Welt. Ihr müsst aber schauen, dass diese Teams grün angezeigt werden, denn wenn sie ausgegraut sind, heißt es, dass diese Teams schon voll sind. Naja, wenn du nämlich einem Team gejoint bist, musst du ganz bestimmte Aufträge absolvieren. Bei diesem Beispiel hier musst du zum Beispiel 3 Eliminierungen in irgendeinem Fortnite-Modus schaffen. Hast du das geschafft, bekommt dein Team dann schon 1000 Punkte. Von den ganzen Teams bekommt der dritte Platz 200 V-Bucks. Und diese 200 V-Bucks bekommt jeder von dem Team. Das heißt, es sind super einfach verdiente V-Bucks. Das zweite Team bekommt schon das Doppelte, also 400 V-Bucks. Und die ganzen Gewinner vom ersten Team bekommen einfach jeweils 800 V-Bucks und das ist ein cooler Skin. Es klingt zwar vielleicht ein wenig schwer, wirklich Top 3 mit seinem Team zu werden, aber in Realität ist das wirklich nichts Unmögliches. Also ich persönlich habe das auch schon einige Male geschafft und ich konnte mir da auch schon ein paar V-Bucks auf jeden Fall farmen. Letztendlich muss ich aber noch dazu sagen, dass bei diesen Community Battles wirklich viele Spieler V-Bucks bekommen. Freunde, machen wir jetzt aber mal mit dem dritten Weg für heute weiter, den du auf jeden Fall nicht verpassen darfst. Und ich empfehle dir auch jetzt noch diesen dritten Weg komplett bis zum Ende anzuschauen, denn jetzt dieser dritte Weg ist wirklich voller Informationen. Und zwar geht es hier um Rette die Welt. Ihr wisst ja, Freunde, es gibt zwei verschiedene Modi in Fortnite. Einmal den PvP-Modus, das ist der Battle Royale-Modus, aber auf der anderen Seite gibt es noch den PvE-Modus. Das einzige Problem daran ist, es kostet ein wenig Geld, aber ich denke, die meisten von euch sollten eh schon PvE besitzen, das heißt Rette die Welt, weil mittlerweile besitzen das wirklich viele. Es gibt da auch echt oft Rabatte, wo ihr zum Beispiel diesen Modus für, keine Ahnung, 10 Euro bekommt. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, achtet auf solche Angebote und generell kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und das werdet ihr gleich noch erfahren, dass ihr euch einfach diesen Modus, das heißt Rette die Welt, kauft. Momentan gibt es da nämlich ein Angebot und zwar könnt ihr euch für 15 Euro dieses Robo-Ray-Paket kaufen. Umgerechnet sind ja 15 Euro 1500 V-Bucks und allein in den letzten paar Monaten konnte ich über 80 Euro an V-Bucks, sage ich mal, mit Rette die Welt verdienen. Und ich denke, ihr merkt schon, man macht da einen riesengroßen Gewinn. Das ist wie im echten Leben so eine Investition. Man zahlt zwar 15 Euro, bekommt aber im Endeffekt viel mehr raus. In Rette die Welt kannst du nämlich auf zwei verschiedene Arten V-Bucks verdienen. Die zwei Arten zeige ich dir mal kurz. Und zwar gibt es da zum einen mal die täglichen Belohnungen. Das heißt, du musst jeden Tag nur einmal in Rette die Welt gehen und du bekommst jeden Tag eine richtig coole Belohnung. Manchmal sind es zum Beispiel Gegenstände für Rette die Welt, die dir dann einfach in Rette die Welt noch Vorteile bringen. Aber manchmal gibt es da auch echt viele V-Bucks, die du als tägliche Belohnung verdienst. Morgen bekomme ich zum Beispiel 150 V-Bucks geschenkt und ihr seht schon rechts daneben, bekomme ich auch nach einigen Tagen 300 V-Bucks nochmal geschenkt. Und allein das sind ja schon 450 V-Bucks. Rechnen wir das mal hoch, habe ich ziemlich schnell diese 15 Euro da wieder gut. Aber wäre das die einzige Methode, um mit Rette die Welt V-Bucks zu verdienen, wäre es ja langweilig. Deswegen gibt es dann noch so die ein oder andere Methode, die ich dir jetzt zeigen werde. Und zwar gibt es in Rette die Welt auch tägliche Aufgaben. Wenn du diese täglichen Aufgaben absolvierst, verdienst du auch nochmal jeden Tag 150 V-Bucks. Denn pro erledigte tägliche Aufgabe bekommst du nämlich 50 V-Bucks. Und Freunde, ich kann es euch aus Erfahrung sagen, diese Aufgaben sind super easy, also die kann jeder von euch schaffen. Freunde, auf dieser Seite findet ihr noch 7 YouTuber, die nur knapp dem Tode entkommen sind und darunter ist zum Beispiel auch Standardskill dabei, ihr werdet es nicht glauben. Und auf dieser Seite findest du noch 5 Dinge von iCrimex, die mehr kosten als dein Leben, also so richtig teure Sachen, die sich da iCrimex gegönnt hat, also schaut euch auch das Video auf jeden Fall mal an. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken, schafft mir auf diesem Video die 2000 Likes, eskaliert alle mal und in diesem Sinne würde ich auch schon sagen, tschüss mit euch, euer Tai Tai.